Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fake 89 zurück bei Let's Play Fire Emblem Three Houses. Nun wird es Zeit, dass wir das Kloster weiter erkunden. Es gibt weitere Orte zum Erkunden und vor allem ein weiteres Turnier, wo wir Mittelstufensiegel bekommen könnten. Und letzten Part, ja, zum Großteil bestehend nur aus Cutscenes und sich zusammenzureimen, welche Mittelklassen die Charaktere anstreben sollten. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir endlich auf Erkundungstour gehen. Das ist auch wirklich der beste Tag wieder dafür. So seh's. Amnesie haben ist schwer, ne? Aber so ist das halt. So, noch mehr Ingwertee. So. Ah, das ist so wohltuend, das hier zu sehen. Dadurch habe ich endlich eine bessere Übersicht. So, gehen wir erstmal zum Übungsplatz und nehmen an den Turnier teil. Was tut dir denn leid? Ich gebe mein Bestes. So ist es. Schwertgurtfragment. Man braucht ein Stück Metall von einem Schwertgurt, gehört vermutlich jemanden, der eifrig trainiert. Wirst du schon wen, aber. Ach ja, du. Was ist mit Mercedes? Wieso? Bist du ja schon mal begegnet? Erinnert sie dich? Oder erinnert sie dich an jemand anderen? Keine Ahnung. Schade, dass man da einen Aktivitätspunkt dabei verbraucht, weil ich könnte da so viel machen, wie ich möchte, dass ich mir gratis Mittelstufensiegel damit anfangen könnte, aber ich brauche diese Aktivitätspunkte auch für was anderes. Na schön. Ganz klarer Fall. Ferdinand. Moment. Also ich muss das Inventar überprüfen. Oh, es gibt neue Unterstützungsoptionen. Oh mein Gott. So viel zu tun. So, er hat das Schwert des Schöpfers bei sich. Hat nur 20 Punkte. Das ist aber auch nicht viel. Es wird aber hoffentlich nicht zerbrechen, wenn man es verwendet. Oh. Rüste dich lieber mit der frischen aus. Für alle Fälle. So, jetzt aber. Ferdinand. Lake. Los. Das schaffst du. Gegen Ingrid. Okay, tritt jetzt schon gegen andere aus anderen Häusern an? Alles klar. Oh, sieh ihn an. Auf dem Pferde reitet. Oh ja. Yeah. Ganz gut. Puh. Sylvian. Ich bleibe einfach weiter dabei. Das kriegt er schon auf die Reihe. Ich glaube, nach diesem Kampf sollte ich ihn heilen. So.
machen wir das mal. So, gegen Lorenz. Dann mal los. Ach, ich bekomme eh nur die Übungslanze. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. So. Weiterer Sieg. Jetzt gegen Leonie. Dann. Uff. Uff. Ich hoffe, das wird was. Das ist also der letzte Kampf, ne? Oder wie viel sind da noch übrig? Soll ich ihn heilen? Sie macht ähnlichen Schaden. Und hat eine bessere Trefferquote. Da fürchte ich mich fast schon ein bisschen. Aber das wäre jetzt Verschwendung, ne? Boah, fuck. Halbfinale, da steht's ja. Soll ich ihn noch einsetzen hier? Nach 4 Treffern ist er hin. Okay, 8. 16. 20, 32. Könnte aber immer als erstes eingreifen. Aber einmal 7, 15, zweimal. Boah, jetzt muss ich das aber richtig rechnen. Mit der 16, sie macht 14. Aber wenn er jetzt einmal nicht trifft, was dann? Ich probier's. Risiko! Auf dass es gut gehen mag. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. So, bitte triff jetzt mit dem letzten Angriff, um Himmels Willen! Ja! Das war knapp. So, der letzte Kampf. Gegen Dimitri. Jetzt heil. Was? Doch, 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 heil dich, Mann! Ich hoffe, das reicht. Ach du Scheiße, der macht mehr Schaden. Das bringt nichts. Oh nein, das schaffe ich nicht. Och Mann, das gibt's ja wohl nicht. Ich muss mich darauf verlassen, dass er einmal daneben haut. Come on, du schaffst das. Ach Scheiße. Fuck, beim nächsten Treffer bist du kaputt. Nein! Nein! Oh, Scheiße. Ich dachte, das wäre was geworden. Jetzt gewinne ich nichts. Oh Mann, ich habe ihn extra aufsteigen lassen dafür. Ich dachte, er würde es schaffen. Ferdinand, du enttäuscht mich echt. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Ich dachte, Ferdinand wäre geeignet. Er enttäuscht mich aber jetzt ganz schön. Ludwig, ich dachte, ich schaffe das noch, aber nö. So ein Scheiß aber auch. Danke. Ich glaube, ich habe ein niedliche Dinge. Magst du niedliche Dinge? Reisen, Kunst oder Münzen mögen. Kunst mag wohl eher jemand anderes. Ich gebe ihr mal den Stoffbär. Oh, das mag sie. Motivation verbessert es. Oh, beliebt bei allen? Oh, sehr schön. Kunst ist eher was für Bernadette. Hat sie was verloren? Wird vermutlich jemand, der Vorliebe für auffällige Kleidung hat.
der Jared lange kennt. Für Schnaps. Für skrupellose Personen. Auf den Kämpfer verwickelt. Eifelnieren. Akademie besucht. Für Tee. Schuldgefühlen. Stets elegant. Ja, sie mag ja stets elegant. Oh, das mag sie nicht. Also, das gehört ihr nicht. Witze. Nö. Schade, aber ich dachte, ihr könnt ihre Motivation noch stärken. Nee. Okay, das passt schon. So. Es ist schade, dass ich das Turnier verlieren musste, aber kann nichts machen. Ja, hier die Feder. Mit verlorenen Item, weil ich müsste die Motivation wirklich verbessern dann für den Unterricht. Nein. Ah! Nein? Ah, Magie und Wappenkunde, das ist für jemand anderen. Nö, hab leider nichts. Aber immerhin habe ich seine Motivation halbwegs verbessert. So. Annette? Warte mal. Jetzt kann ich mich doch irgendwie ein bisschen durcheinander von der Karte her. Ach so. Da. Dankeschön. Magie, Glaube. Perfekt, hat also ihr gehört. Na, immerhin. So, hier drin wird auch noch jemand quatschen. Ah, verdammt, das war falsche Antwort. Das passt schon. Ich frag mich, ob man sie jetzt rekrutiert. Achso, geht nicht? Schade. Ich könnte wirklich mehr Hilfe gebrauchen. Magie und Glaube. So viele mit Magie und Glaube.
Verlorenes Item. Nein. Maxi Witzel. Magienwappenkunde auch nicht. Ich dachte, sie... Schuldgefühle. Sie mag auch keinen Tee. Nö. Ich kann probieren, was ich will. Ich glaube, sie ist auch nicht erwachsen, oder? Nö, passt schon. Okay. Habe ich auch wirklich schon hier mit allen gesprochen? Nee. Studentin haben wir gar nicht gesprochen. メイシュタル・リーガン校をはじめ、5年いる校、グロスタール伯、コーデリア伯、そこに後から加わったエドマンド辺境伯を加えた五大諸侯が議決権を持っています。以前はエドマンド家ではなく、ダフネル家が五大諸侯の一席に数えられていましたが、当時の当主が新参のエドマンド家に議決権を譲ったんだそうですよ。 Alles klar. おお、なあ、先生。紋章だの英雄の遺産だので、ちょっと騒ぎすぎ。それってそんなに大事なことなのか？全然セーフィッティ。紋章なんか紋章よりも筋肉。遺産よりも筋肉。サンドの飯より筋肉。なあ、これから筋肉をいじめなきゃいけねえから。 Stärke und Rüstung, ja, natürlich. Er mag, obwohl er trainiert. Nee, der mag auch keinen Schnaps unbedingt. Auf den Kämpfe verwickelt, nö. Alfred trainiert. Nein, auch nicht. Nee, er hat auch nicht Arbeit studiert. Also, warum habe ich bloß geglaubt, dass das für ihn wäre? Naja, probieren geht auch über studieren, wie es so schön heißt. So, es sind weitere, denen sprechen kann, wie zum Beispiel hier Petra. Ja, ihre Motivation ist am stärksten, also brauche ich ihr dabei nichts schenken. Aber Casper! Selbst an einer Seite eindeutig schuldig ist. Ja, seine Motivation ist auch nicht gut, aber er trainiert gerne. Bitte sehr. Ja, das gehört Ihnen auch. Sehr schön, die Motivation ist auf den höchsten Stand. Oh, Moment, wo stand er noch? Achso, ja, Teestunde. Aber nein. Die Teestunde lassen wir mal aus hier. Ja gut, ich glaube, wir haben dann schon so ziemlich... eine exotische Feder. Ah, es ist so schön, dass ich mich hier jetzt besser orientieren kann. Mit der Karte. So kann ich bestimmt noch mit weiteren Leuten reden. Ich
かなりの権威を持っています。その様なものが暗殺を企むなど、そそのかされたとしか思えませんな。司教は東方教会にもいらっしゃるが、正直なところ存在感はありません。大司教とレスター諸侯同盟双方の影響下にありますから、発言権も弱いのでしょうな。 Okay, gut zu wissen hier. So, ich sehe gleich drei Nebenquests dann auf der Karte. Ich glaube, hier wollte ich zuerst nochmal gucken. Da sind noch einige Leute, die quatschen wollen. Zum Beispiel der Ritter hier. ファーガスの盾と称えられる立派な武人なのだよ。十数年前、スレン北西の際には国王の右腕として素晴らしい武勲を立てたという。そういえば今年の生徒の中にもフラルダリウス家のものがいたような。オッケー。伝説はお手柄だったな。ダンケ。しかし。 女神の塔を襲撃すると同時に聖廟にまで入り込むとは、西方教会だけでやれるとは思えない。協力した者がいるはずさ。それに逃げたっていう仮面の騎士、あんたの話じゃ凄腕なんだろ。いつか見つけ出して私の手で殺してやりたいね。うん。うん。 Nein, sie mag keine Witze. Hm. Sie mag auch keinen Schnaps, wie scheint. ファーガスで領主を務めておりましてね。多忙のゴーティエ辺境博に代わり遺産の奪還を依頼しに来たんですが、聞けば生徒が借り出されるとか。何事もなければいいんですがね。We kriegen das schon auf die Reihe. ゴーティエ家ってのは俺の実家でして。で。 Gott. Das ist ein Bruder. Ach du Scheiße. Mann, das ist aber bitter, gegen seinen eigenen Bruder antreten zu müssen. Ein Kampf zwischen Leben und Tod. Ich hoffe, ich könnte noch irgendwie helfen. Aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Frage ich mich auch. Seine Motivation ist am besten, das passt. Es ist gut, dass man dadurch auch die Motivation der anderen bessern kann. Das stimmt. Mag sie vielleicht? Nein. Nein, das ist es auch nicht. つい前説に。あれもあれで前代未聞だったで。しかし、
Alles klar. Die Motivation ist hier am besten bei ihr. Wie steht's mit Hubert? Oh, okay. Nein, schade. Da ist er wirklich so skrupellos. Bitte sehr. So, Motivation jetzt. Ha. Das passt. Stets elegant. Da habe ich doch was. Schade, ich dachte, das wäre noch was für ihn, weil der kommt auch so rüber, aber okay, wenn das nicht seins ist, meinetwegen. So. Gucken wir mal hier weiter. Ein Striegel, der gerne Pferde, ja, das ist doch was für Ferdinand. Könnte mich fortbilden lassen in dieser Hinsicht, aber nein. Danke. Das gilt auch nur für meinen eigenen Charakter, dass er sich selber da fortbildet. Ja, ich weiß, leider. Das ist ja furchtbar, weil ich meine, come on. Das ist Eigenfleisch und Blut. Und der ist so ein... Und der ist leider so ein Typ. Das ist schon grauenvoll. Wow, Eisenschweißmaterial, das zum Schmieden benötigt wird. Okay. Sicher, sicher. Fehler passieren jeden Mal, leider. Ja, muss auch sein. Aber Hauptsache, man kann daraus lernen. Da ist schon mal eine Quest wieder. Oh, Moment, habe ich das nicht? Wir gehen die Materialien aus, um Waffen zu schmieden und zu reparieren. Verzeiht, dass ich mit dem liege, aber das will ich besorgen. Ich habe doch Eisenschweißmaterial schmieden und das ist direkt in der Nähe gewesen. Ja, das wäre geschafft. Die Schmiede! Die Schmiede! Wir haben die Schmiede endlich frei! Ach, dachte schon, es geht gar nicht. What the hell? Reparieren. Ja, reparieren wir endlich diese ganzen verdammten... Oder geht es nur zum Schmieden hier? Ach, zum Schmieden geht das. So Eisenpanzerhandschuhe kann ich sie verarbeiten lassen. Dafür brauchen wir Veredelungssteine. Da haben wir eh schon einiges dafür bekommen.
Und mehr davon. Dafür brauchen wir auch nicht allzu viel Geld. Das kann man zu besseren Waffen machen, natürlich. So, den Rostbogen zu einem Eisenbogen umwandeln. Alle Rostwaffen werden dann... Ich dann endlich mal los, das wird mal Zeit, ey. Come on, diese ganzen Rostwaffen waren echt nur... Einfach nur noch ein Ärgernis für mich. So. So kann ich sie zu vollständigen Waffen machen. Und die Eisenaxt ist auch zerbrochen. Die könnte ich gleich zu einer Stahlaxt umwandeln, aber... Komm, lass mal das mal. Ich habe noch nicht so viele Veredelungssteine dafür. Erstmals mache ich alle Rostwaffen zu normalen Waffen. Ich sollte auch gucken, dass ich nicht allzu viel Geld hier ausgebe. So, die Rostschwerter. Oh oh. Gibt es sonst noch was Rostiges? Ja, dafür reicht jetzt gerade noch meine Veredelungssteine dafür. Für das Ganze. Reparieren. Ja, damit kann ich die zerbrochenen Waffen wiederherstellen. Ach doch, da brauche ich auch nochmal Veredelungssteine. Aber gut, immerhin habe ich diese Quest geschafft, das ist schon mal gut. So, mehr Tee und auch ein Fisch. Oh, der hat eine Quest. Was ist los? Banditen, treiben auf meine Handelsroute umwesen, willst du bitte für mich vertreiben, damit sie bloß erreichen können. Begib dich zur Mangretstraße und ledige Banditen dabei. Warum spricht, dass die Straße wieder sicher ist dürfen? Das kommt natürlich. Jagdquests. Jagdquests zur Bewertung musst du den Kampf ziehen. Wähle dazu Kampf an deinen freien Tag. Okay, sehr gern. Das ist die erste Jagdquest, also die erste Quest, die wir einen Kampf bestreiten müssen. Alles klar. So, das heißt, also die Quest können wir während des Erkundens nicht erfüllen, leider. Aber okay. Das macht nichts. Das kriege ich schon auf die Reihe. So. Oh, Flayne hat einen weiteren Auftrag. Also hat eine Quest diesmal. Was ist denn mit der Quest hier? Sag mal auf, was vor der heiligen Statuen herumliegt, diese Statuen stehen. Oh ja, ich weiß schon. So. Dann mache ich das auch mal hier. Das ist klar. ようやく落ち着いてきたから、ここで気分転換しているの。生徒たちが命を落とさないように、私も必死で治療はするけれど、死の危険を感じる目にあった子は、戦いを恐れてしまうようになる。 Jetzt um jeden Preis beschützen. Das kann man dort noch fortbinden lassen. Oh ja, die Schwertkunst kann man auch fortbinden lassen. Aber auch alles andere. Sie mag auch
Stets elegant. Oh. Nein. Witze? Nö. Dann halt nicht. Na schön, ich sollte erstmals die Statuen aufräumen. Ja, aber obwohl wir jetzt bessere Erkundungsmöglichkeiten haben, muss ich das trotzdem spalten. Das heißt, im nächsten Part machen wir mit der Erkundung weiter und da sieht man es auch schon auf der Karte gekennzeichnet. Und dort werden wir auch dann die anderen Orte noch kennenlernen, weil es gibt ja noch mehr zu erkunden im Kloster. Aktuell. Aber das dann, wie gesagt, ab dem nächsten Part. Und wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und kommt da auch nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush for the Vegetine. Bis nächsten Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses. Also auf Wiedersehen und tschüss alle.